Ja, wir sollten erstmal eigentlich die Grundhypothese ja, überprüfen. Also das, genau, das, was du gesagt hast, wo die hergekommen sind, ist vielleicht ein ganz guter Anfang. Ja. Ja, wo die hergekommen sind und wir ziehen dann zu Rate, haben die Schilde vielleicht irgendwann versagt. Oder? Gut. Die sind so Aufzeichnungen von den Schildgittern im Prinzip. Ja. Ihr müsst jetzt im Grunde mit einer Reihe von Proben, die versuchen, diese richtige Hypothese zu widerlegen oder zu bestätigen, Erfolge sammeln. Ja. Bis zu einem bestimmten Wert, den nur ich hier weiß. Ja. Okay. Und es ist auch, ihr entscheidet euch jetzt in diese Richtung zu forschen. Ich sage euch nur, dass ihr grob im richtigen Gebiet seid, aber ich darf euch nicht sagen, im Grunde, was genau. Ja, du würdest nur sagen, wenn es jetzt kompletter Quatsch wäre. Wenn es kompletter Quatsch wäre, würde ich sagen, nee, denk doch mal drüber nach und ich bekomme dann auch noch einen möglich. Punkt. Warum habe ich spinnende Kuh im Kopf? Nee, sind warm, kalt. Und normalerweise würde man auch sagen, gib mir mehr Hypothesen. Ja. Die halt ein bisschen grober formuliert sind, aber unterschiedliche Möglichkeiten haben. Wie es könnte zum Beispiel, möglicherweise ist es auch ein Infiltrationsversuch von irgendjemandem. Leute sind mit einem Virus infiziert oder das oder das. Oder wir sind auf einem Holodeck, das geht immer. Oder wir sind auf einem Holodeck. Die Option sollte immer schon stehen. Wir sind noch immer im Urlaub. Die paranoide Rollenspielgruppe. Computerprogramm beenden. Okay. Machst du das? Nein. Das ist das Kneif mich mal, um aufzuwachen in des Star Trek-Universums. Moment. Computerausgang. Nein, ich mach das nicht. Okay. Gut. Wie geht's weiter? Dann. Großartig. Dann hätte gerne, möchte erstmal der Ingenieur überprüfen, ob es irgendwie in letzter Zeit ein Versagen der Systeme gab oder die Schilder ausgeschaltet wurden. Genau, Sensorprotokoll von der Schildbar würde ich auf jeden Fall. Will man ihm helfen? Oh, ich könnte mir helfen. Was muss man denn zum Helfen machen? Du musst herausfinden, was. Also erstmal brauchst du in Engineering überhaupt einen Punkt. Ich habe genau einen Punkt. Ich glaube, so weit hat jeder, glaube ich. Kann ich Ihnen denn helfen? Kann ich Ihnen denn helfen und selbst meiner eigenen. Das ist jetzt eine Probe. Achso, ja, dann helfe ich ihm. Ja, dann hilfst du ihm. Dann würfelst du mit einem Würfel auf deinen Zielwert. Auf meinen Engineering-Wert. Insight und Engineering. Hm. Nein. Ja, du bist nicht sehr hilfreich heute. Ja. Er ist ja schon die Maschine, also bitte. Also zumindest das jetzt erstmal, du willst ja nur sozusagen nachschauen. Kein Erfolg. Oh. Würde ich so gucken, wenn er 2-1 würde? Data so gucken, wenn er 2-1 gewürfelt hätte? Data würde überhaupt nicht so gucken. Okay, was können wir jetzt mit dem Momentum machen? Das hättet ihr vorher verwenden müssen, um Würfel zu kaufen. Ich kann eben nachschauen, ob man auch hinterher... Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, hinterher noch Würfel zu kaufen. Dann wissen wir es jetzt für die Zukunft. Ja. Mhm. Ihr könnt auch einen sogenannten Vorteil schaffen. Damit könnt ihr insgesamt einen Vorteil für euch erzeugen, indem ihr eure Umgebung beeinflusst. Indem ihr zum Beispiel sagt, wir richten uns unsere Forschungsstation folgendermaßen ein. Und die gibt euch dann einen Bonus. Ich glaube, ich habe den Visor im Schiff liegen gelassen. Das fällt uns erst jetzt auf. Ja. Moment. Ja. Okay. Da ist nichts bei rumgekommen. Du wirst einfach nicht schlau aus den Angaben, die du da findest. Welcher Ferengi mit gebrochenen Fingern hat das programmiert? Was ist euer nächster Versuch? Okay, das war jetzt die Frage, ob die Schilde irgendwie kaputt waren, ne? Ob irgendwas in die Schilde eingedrungen ist, das war die Frage. Okay. Mhm. Wir mischen hier gerade ein bisschen die beiden Methoden, das zu spielen, aber ich finde es eigentlich ja so fast am besten, muss ich sagen. Okay, cool. Mhm. Dann versuche ich mit meinem Xenobiologie-Fokus herauszufinden, ob es eine Lebensform oder ein Bewusstsein sein könnte, das, also wir wissen nichts über die Eruption, aber das halt den Computerkern und die Menschen befallen hat. Insight und Science. Vielleicht finden wir da einfach ein bisschen mehr raus. Ja, und aber nicht unter... Nein. Nicht unter deinem Science-Wert? Zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Dann einfach nur. Gut, die vermerke ich mir. Und du kannst tatsächlich... Also du gehst ein paar der bisherigen Erfahrungen durch, die tatsächlich im Log... Also erstens Dinge, die schon passiert sind im Log. Mhm. Das Verhalten der Leute, ab wann das passiert ist. Und du gehst ein paar Aufzeichnungen der Sternenflotte generell durch, beziehungsweise... in der Föderation, was solche Vorkommnisse angeht. Und es passt dazu, dass sozusagen die ersten Berichte von seltsamem Verhalten irgendwie in den medizinischen Logs auftauchen, nachdem der Planet das letzte Mal diesen Jet durchquert hat. Mhm. Und
Es gibt durchaus Berichte von Spezies, die in der Lage sind, sowohl technische als auch biologische neuronale Systeme zu befallen. Ich teile meine Ergebnisse mit den anderen. Mhm. Ohne dass jetzt so direkte Rede. Okay. Ich habe das Gefühl, zwei Erfolge reichen. Also wir wollten wissen, okay, die sind in die Menschen rein und dann, jo, es ist gut möglich. Wir wollten wissen, wie die da reingekommen sind durch die kaputten Schilder, da sind wir nicht weitergekommen, aber es könnte man ja eigentlich schlussfolgern, möglicherweise. Wir könnten versuchen, das wäre dann wahrscheinlich eher dein Job, über ihre Art und Weise zu kommunizieren. Also können wir die Art und Weise, wie wir mit ihnen kommunizieren, irgendwie erleichtern? Mhm. Ja, also die Tatsache auch, dass sie zum Beispiel zu dritt da standen und dann zu dritt als eine gesprochen haben, solche Sachen. Ja. Du analysierst also die Gespräche, die du mit ihnen, das Gespräch, das du mit ihnen hattest. Und auch die Tatsache, wie sie sich so komisch verhalten haben, dass sie zum Beispiel immer am Bildschirm vorbeigeschaut haben, so was, wie war das zu interpretieren? Gut. Das wäre dann? Ich würde sagen, am ehesten Insight und Medicine. Und du kannst deinen psychiatrischen Fokus verwenden. Okay, 15, okay. Ein Erfolg. Und der eine Erfolg ist sogar unter Insight, also immerhin. Also sind es zwei. Ach nee, unter Insight, nee. Es müsste, nee. Unter, müsste deinem, unter Medicine, es müsste, ne? Müsste unter Medicine. Ja, dann nee. Gut. Du schließt mehr oder weniger daraus, die Leute haben gemeinsam gehandelt, aber wer auch immer, was auch immer die Intelligenz ist, nach der sie handeln oder die Weisung ist, nach der sie handeln, scheint sehr unsicher zu sein und auch teilweise sich unklar darüber zu sein, wie die Umgebung funktioniert und wie sie die Technologie rings um sich benutzt. Okay. Ja, die Unsicherheit, das hat man ja auch gespürt, dass die so nicht so ganz wissen scheinen, was sie da tun. Ist das System so gedacht, dass quasi jeder aus der Gruppe sich überlegt, was macht er? Ja. Kann man durchaus machen. Was passiert, wenn man drauf schießt? Ja, also immer die Klingonen runterbrechen auf Klischees. Genau. Meine Frage wäre eigentlich, könnte das sein, dass das alles ist eine, also die scheinen nur, dass die verwirrend sind oder sowas. Ich könnte immer noch irgendein Angriff von einer fremden Kultur oder Rasse sein. Genau, sind sie aggressiv? Ja. Das ist doch eine gute Frage. Nee, nicht sind sie aggressiv, aber ist das... Die waren nicht aggressiv. Ja, nee, aber die... Oder die waren doch ein bisschen... Ja, genau, haben die irgendwie böse Sachen im Schilde, ja, und das sind die nur verwirrt. Ja, also eigentlich, ob sie, ja, attackieren möchte. Du kannst die Aufzeichnungen durchgehen. Die Vulkanierin hat ja gesagt, dass sie aggressiv sein und den Computerkern verteidigen würden. Oder möchtest du versuchen, Kontakt mit einem von dem aufzunehmen, um sein Aggressionspotenzial festzustellen? Ja. Und vor allem Wut. Die hatten auch alle die Emotionen wirklich an der Oberfläche. Wut und Aggressivität. Also. Okay. Wie willst du das machen? Und an wen von denen willst du ran? Ich habe einen Vorschlag. Wir könnten auch Dr. Dekal wieder wecken. Und wir wissen ja nicht, was genau mit ihr passiert ist. Ich meine, sie war jetzt sozusagen nicht mehr bei Bewusstsein, ist aber befallen. Haben wir ihre Phase? Wenn wir sie wieder wecken, wer übernimmt dann ihr Bewusstsein? Hat sie überhaupt eine Phase? Wahrscheinlich nicht. Nein, hatte sie nicht. Okay, dann. Ja, klar, können wir. Also das wären ja die kontrolliertesten Bedingungen. Die Also befragen. Ja. Aber lassen sie hinter einem Schutzschild. Ja, so. Möglicherweise. Worf macht das schon. Gut. Er hält sie einfach fest. Ja. Das heißt, ihr weckt sie, aber unter kontrollierten Bedingungen. Ja. Sie wird tatsächlich relativ schnell wach, aber scheint irgendwie nicht so hundertprozentig wach zu werden. Sie steht erstmal auf und bewegt sich sehr, sehr schlurig. Und klar, stolpert tatsächlich über ihre Robe zwischendurch. Diese natürliche Eleganz und dieses immer perfekt aufrechte Gehen und Stehen und die Kontrolle, die Vulkanier haben, scheint nicht mehr zu funktionieren. Und als sie dann Worf bemerkt, ich nehme an, jenseits eines Energiefelds. Mhm. Ja. Kommt sie tatsächlich näher und fängt an, dagegen zu schlagen, was bei der körperlichen Kraft, die Vulkanier haben, tatsächlich zu einigen Entladungen und Knistern und dergleichen führt. Okay. Aber sie weicht auch dann zwischendurch nach rechts und links aus, versucht immer wieder durch diesen Schild zu gehen, läuft hin und her. Du kannst mal versuchen, das zu analysieren. Ja. Und mit Insight und Security. Okay. Mit zwei Würfeln, ne? Mhm. Wie wäre es, wenn wir jetzt versuchen, vor dem Wurf irgendwas auszugeben? So, um das auch mal zu machen. Ihr könnt Momentum ausgeben, um einen weiteren Würfel zu kaufen. Ja. Der erste kostet ein Momentum. Ja, machen wir. Dann machen wir drei Würfel. Perfekte Idee. 15, 8 und 9, also zwei Erfolge. Ja. Zwei Erfolge. Gut.
Dir wird relativ schnell klar durch das Muster, wie sie sich verhält und wie sie sich bewegt, dass sie zunächst auf dich reagiert hat, aber als du dann keine Aggression selber zeigst, gehe ich etwa davon aus, sondern beobachtest das Ganze, dich auch nicht irgendwie weiter versucht zu attackieren. Sondern das schließt du dann daraus, immer wieder versuchst, dich neu zu orientieren und dann versucht, in Richtung des Computerkerns durch das Energiefeld zu brechen. Ah, okay. Also es scheint wie, dass die Muschten... Also das haben wir eigentlich schon gekannt, aber etwas in diese Computerkern ist ziemlich wichtig für diese Wesen. Sollen wir nochmal versuchen, mit ihr zu reden, jetzt wo sie ja auch scheinbar... Guten Abend. Wir können uns ja einfach alle erstmal bei ihr zusammenfinden. Ne? Ja. Und bestimmen, dass wir da zusammen sind. So groß ist das ja nicht. Ich auch. Hallo. Bewegt sich jetzt ruckhaft hin und her, versucht euch anzuschauen, schaut an euch vorbei und zeigt dann... Die Dichte ist zu niedrig. Die Dichte von was? Die Dichte uns. Ich nehme an, dass die Organismen sich in den Bio sammeln und deswegen sind sie am Computer natürlich am höchsten mit der Dichte. Das wäre meine Theorie dazu. Wenn wir den Organismen einen Weg ebnen würden, von den befallenen Wissenschaftlern zum Computerkern, hätten wir vielleicht die Möglichkeit, die Wissenschaftler von diesem Befall zu befreien. Aber sie scheinen ja beim Computerkern bleiben zu wollen. Ja. Vielleicht... Und das würden sie auch verstärken. Und... Sehr schön den Charakter. Ja. Möglicherweise verfügen sie einfach nicht über das Wissen, vom einen Bewusstsein zum anderen zu gelangen. Wäre das möglich? Können Sie fragen. Ja. Sie... Du versuchst zu deinen Gefährten da drüben im Computerkern zu kommen, richtig? Die Dichte ist hier zu niedrig. Wie können wir die Dichte erhöhen? Der Kontakt ist zu schwach. Der Kontakt ist zu schwach, okay. Können wir den Computerkern mal irgendwie scannen, ob da irgendwelche Anomalien oder ob irgendein Stoff oder irgendwas drin ist? Wir können quasi die gesamte Station scannen. Okay. Worf, scan mal den Computerkern. Okay. Nein. Erlauben Sie bitte. Ich glaube, ich mache das lieber. Oder Data, scannen Sie mal den Computerkern. Insight and Science. Entschuldigung. Worf, mach das, wofür du nicht ausgebildet bist. Du hast vorhin gesagt, du bist gut im Scannen. Ja, ich habe einen Erfolg. Gut. Das ist tatsächlich der Erfolg, der reicht, um die Schwelle zu überschreiten. Und dementsprechend erkennst du tatsächlich relativ schnell, dass sich in der gesamten Luftversorgung und in der Station relativ kleine Partikel befinden, die eine hohe Interaktion miteinander aufzeichnen. Und die Dichte dieser Partikel ist am höchsten im Raum des Computerkerns und ansonsten deutlich dünner in den anderen Teilen der Station. Okay. Es ist quasi eine sich nach von dem Computerkern ausbreitende Wolke von Nanopartikeln, die permanent miteinander Interaktion suchen. Könnten wir die Nanopartikel in diesen Raum leiten, wo die Frau ist, um einfach mal unseren guten Willen zu zeigen? Dafür müssten wir die Kontrolle auch nämlich mal schwer an, weil die Lüftungssteuerung über die Kontrolle von Hauptsystemen läuft. Mhm. Und ja, der Scan ergibt auch, dass eine relativ hohe Dichte im zentralen Nervensystem der Forschungsteammitglieder. Jetzt, wo ich weiß, wonach ich scanne, kann ich meinen Recorder benutzen, um die Partikel festzustellen. Ja. Das heißt, wenn eine relativ hohe Konzentration der Partikel in den Köpfen und den Nervensystemen von den Wissenschaftlern ist, dann wäre meine Hypothese. Befindet sich in uns auch eine Konzentration von diesen Partikeln? Also, wir haben das nicht eingeatmet. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass sie das möglicherweise eingeatmet haben und dann. Können wir diese Art der Partikel schon bestimmen? Also rudimentäre Nanomaschinen oder sonst irgendwas? Oder ist es so in der Form? Es sind tatsächlich extrem heruntergebrochene Faserbestandteile der bioneuralen GPEX. Wir suchen also nach einer Möglichkeit, diese Partikel zu bündeln und sie erst einmal im Computerkern zu sammeln. Sprich, die Lüftungskontrolle auf die entsprechende Partikelgröße einstellen, spezifizieren und dann umleiten. Okay, gut. Und die Filter dementsprechend anpassen. Ja. Auf diese Weise werden wir es aber nicht schaffen, die Partikel, die die Wissenschaftler befallen haben,
Das ist jetzt wieder mehr ein medizinisches Problem. Könnten wir den Biofilter der Station nicht umprogrammieren, dass er diese Partikel rausfiltert und dann die Wissenschaftler einfach von einem Raum in den anderen beamen und die Partikel zurücklassen? Das müsste ich mit einem gewissen irischen Commander mit einem gewissen Iren besprechen. Nee, hat man Chief O'Brien dabei. Aber ging das technisch, müsste das eigentlich gehen? Mit dem Transporter kann man ja Partikel rausfiltern, die irgendwie schädlich sind. Oder der Transporter so. Hat einen Biofilter. Ja, das theoretisch könnte er. Und wenn der Transporter der Station nicht funktionieren sollte, können wir vielleicht auch den Transporter vom Runabout benutzen. Ja. Mhm. Wäre es vielleicht möglich, mit den bioneuralen G-Packs eine Brücke zu bauen. Zurück zu dem Stern, meinst du? Von den Wissenschaftlern, vom Bewusstsein der Wissenschaftler, vom Gehirn der Wissenschaftler zum Computer. Oder erstmal in den Computerkern, ja. Es scheint so, als hätten diese Partikel einen natürlichen Bewegungsreis Richtung größte Dichte. Mhm. Wenn wir ihnen einen Weg ermöglichen, könnten sie ihn vielleicht von selbst beschreiten. Habt ihr denn schon versucht festzustellen, ob es auch außerhalb der Station diese Partikel gibt in irgendeiner Form? Oder? Nein. Ich dachte, ihr habt keine Atmosphäre, der Asteroid. Ja. Also, weil es darum nicht ließ, eine gute Weg, Idee. Eine gute Idee. Gibt es diese Partikel in diesen Effekten, die von dem Planeten, von dem Sternen ausgingen? Na, dann möchte mal sicher wieder jemand scannen. Wenn du jetzt anfängst zu singen. Ja, ich habe eine 1. Tja, also drei Erfolge. Nice. Damit bist du sogar hier unter deinem. Oh, dann hast du sogar einen Und ich bin sogar unter meinem. Ah ja, okay. Dann ja, das sind auf jeden Fall zwei Erfolge. Ja. Du brauchst nur einen. Drei. Dann kannst du einen wieder sparen. Ich kann sogar zwei sparen. Achso, wenn der andere auch einen Erfolg hat. Ja. Dann stellst du fest, nein, diese Partikel befinden sich nur innerhalb der Station. Du kannst sie nicht in dem Jet von Plasma und Strahlung feststellen, durch den ihr euch gerade bewegt. Es scheint so, als würden diese Partikel eine Atmosphäre benötigen. Ja. Oder etwas Ähnliches. Dann ist das Brücke bauen vom Kopf in den Computerkern vielleicht schon mal ein ganz guter Anfang, um die Crewmitglieder zu retten. Im Prinzip können wir Transporter benutzen und die Partikel, die dann der Biomassenfilter rausnimmt, dann dementsprechend an den Computerkern. Aber wo sollen wir die transportieren? Im Schiff. Im Schiff, ja, okay. Das ist ein autarkes System, hat keine Biosysteme und sollte normalerweise nicht kontaminiert sein. Wenn diese Partikel nicht da gibt. Sie hat doch vorhin ein Kraftfeld aufgebaut, da wo wir reingekommen sind. Mhm. Da war doch eine Stelle, wo nicht infizierte Luft war, sozusagen. Zwischen dem Schiff und in diesem Landebereich, richtig? Ja. Könnten wir versuchen, die Frau als Test, also Tekal als Test, darüber zu beamen und gucken, ob die Partikel zurückbleiben und dass sie sozusagen, ob wir das irgendwie trennen können? Oder wie würdest du eine Brücke aufbauen vom Kopf zum Computer? Es wäre auch im Bereich des Möglichen, dass sie durch den Transportervorgang diese Partikel vernichtet werden. Da es sich um ein Bewusstsein handelt, wäre das im höchsten Maße unethisch. Ja, schon klar. Ja. Die Sache ist, die Partikel werden normalerweise dann einfach im Puffer des Transporters gespeichert falls man tatsächlich sie noch untersuchen will. Das ist Jordys Bubble. Also wenn das ginge, dann ohne sie zu beschädigen, die Partikel? Nehme ich mal an, dass der Transporterraum hier von der Station auch in dem gesperrten Sektor liegt. Natürlich. Also müssten wir entweder die Schiffssysteme benutzen. Mhm. Das geht wahrscheinlich am schnellsten. Ja. Gut, das heißt, wo wart ihr eigentlich die ganze Zeit? In diesem Raum, wo die Frau war. Ja. Wir haben unsere Minis nicht umsortiert. Nein. Okay. Und Tekal habt ihr in einer von diesen... Ja, das ist der blaue Büffel da, genau. Bewahrt. In dem Moment, wo ihr mehr oder weniger beschließt, wir machen das jetzt, das Sichtfeld zu Tekal auf opak schaltet und euch umdreht, hört ihr hinter euch von einer Tür, die sich öffnet. Offensichtlich hat jemand es geschafft, den Schaden, den Tekal an dem Feld dort angerichtet hat, wieder aufzuheben. Und es kommt aus diesem Raum ein menschlicher Ingenieur gestolpert, der mit weit aufgerissenen Augen auf euch zuhält. Wie wollt ihr darauf reagieren? Gut. Hallo. Der dreht ja schon den Arm aus, oder? Das ist nichts mehr.
Das ja, ist klassisch also, Klingonen mal machen. Ja. Du möchtest als Taube ja, funktioniert. Ich finde, das muss jetzt auch ein bisschen Klingonen sein. Also genau, es ist wahrscheinlich Worf gerade draußen und wir gerade so ein bisschen drin. Und ja, wir sind am Reden und Worf dreht sich um. Vaporisiert in dem Moment, was? Aber kannst du wenigstens zum Schein noch sowas sagen wie Sir? Du Schein? Sir! Hätte ich diese schießwürdige Rollenspielrunde rausgekommen. Kommen Sie nicht näher. Das war einfach... Mörder-Hobos. Das würde überhaupt nicht in Star Trek passen. Das würde echt nicht in Star Trek passen. Aber unser Momentum bekommst du nicht. Das nutzen wir nicht, um Leute anzuschießen. Okay. Gut. Das heißt, du möchtest auf den armen Typen schießen. Ja. Den armen Typen, ne? Kommt einfach nur keine Aktionszeichen haben sie bis jetzt nicht angegriffen. Vielleicht ist er einfach nur betrunken und hat den ganzen Kram überhaupt nicht mitbekommen. Er hat nur geschlafen. Wacht auf. Wahrscheinlich habe ich meine Schicht verpasst. So, dann sollte er nicht betrunken sein, die oder? Die Initiative funktioniert folgendermaßen. Es handelt immer einer der Spielercharaktere zuerst. Es sei denn, ich gebe Bedrohung aus, um das zu ändern. Mm. Das tue ich nicht, weil es auch keinen Sinn ergibt. Und es handelt in der Regel der zuerst, bei dem es am logischsten ist, was in diesem Fall ganz klar Worf ist. Ja. Du möchtest auf diese Person schießen. Klar. Und das ist in dem Fall eine Aufgabe, die auf Control und Security geht, weil du ja tatsächlich zielen musst und okay, ja, sorgfältig vorgehen. Du kannst tatsächlich sagen, dass du vorher zielen willst. Das wäre dann eine Minor Action, bevor du tatsächlich schießt. Ja, klar. Ich würde vorher zielen. Gut. Du zielst. Dann darfst du einen der W20, die du jetzt würfelst, nochmal würfeln, falls er keinen Erfolg hat. Okay. Möchtest du dir noch irgendwas dazu holen oder sonst wie? Nö. 10 und 10, also zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Soll ich nochmal würfeln? Hast du unter 10 gewürfelt, hast du unter deinem Wert gewürfelt? Control, Security, 14. Ich glaube, die Disziplinen sind alle niedriger. Zu niedriger. Die sind alle, die kann maximal 5 sein. Okay, verstehe. Könntest du trotzdem nochmal würfeln? Du könntest den einen nochmal würfeln, wenn du das willst. 20. Scheiße. Na gut, ein Erfolg. Ist das jetzt ein Fehlschlag, oder? Du triffst. Okay, gut. So. Es ist eine Schwierigkeit, 1 Aufgabe. Es ist niemand in deiner Reichweite, der dich behindern könnte. Es ist niemand daneben, der im Ziel steht, der irgendwie ins Ziel laufen könnte. Der bewegt sich auch nicht schnell. Ja. Der stolpert. Das heißt, du kannst den problemlos erwischen. So. Der Schaden wird jetzt mit W6 ausgewürfelt. Und tatsächlich, die Zahlen, die da drauf stehen, bedeuten nicht genau das, was drauf steht, sondern eigentlich verwendet man spezielle Würfel, die aber in diesem Fall ersetzt werden durch normale W6. Dann ich habe eine 2 oder nicht ein 2 gewürfelt. Es geht doch nicht über spielspezifische Würfel. Wie viele Würfel du auswürfelst, hängt von der Waffe ab. Und dein Phaser, dein Phaser Type 2 hat 3 Würfel, wenn du 6 würfeln darfst. Dann 2x6 und 1x2. Das klingt irgendwie gut, auch wenn es das nicht bedeutet. Klingt besser, ne? Du vaporisiert. Betäuben, würde ich sagen. Kopf explodiert. Phaser Fehlfunktion. Oh nein. Eine schlechte Reaktion zwischen die Partikale und nur die noch Phaser. Rauchen, nur noch rauchende Schuhe. Mist. Außerdem darfst du deinen... Ständig passiert das. Warte, du darfst auch noch deinen Security-Skill draufrechnen und so viele wie 6 würfeln. Ja. Oh. Wow. Also dann nochmal 5. Mhm. Das wird ja fast Shadowrun. Mehr wow. Ja, fast Shadowrun. Shadowrun Worf. Shadowrun Worf. Okay, dann. Die Informationen sind teilweise etwas seltsam verteilt in diesem Buch. Ich mache mir echt Sorgen. Wie genau die Würfe funktionieren, stehen woanders als da, wo gesagt wird, wann man sie einsetzt. Ein richtig guter Schadenswurf heißt ja hoffentlich nicht. Man pulverisiert jemanden, heißt eher, man erreicht das gewünschte Ergebnis. So, einmal 1, 2x2, 1x3, 1x5, 3x6. 3x6. Ich glaube, du hast getroffen. Ja, sicher. Ja, getroffen hast du. Ja, ich habe schon getroffen, das ist jetzt Schaden. Die 1 ist eine 1, die 2 ist die 2. Soweit ist es richtig. Das heißt, 2, 4, 5 Punkte an Betäubungsschaden machst du eben bereits. Eine 3 und eine 4 machen gar nichts. Mhm. Eine 5 ist 1 plus Effekt und eine 6 ist 1 plus Effekt. Das heißt, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der ist sowas von betäubt, Mann. Er fällt sanft zu Boden. Sanft. Sanft, schön, okay. Ja.
Sehr schön. Er bricht auf diese wunderbar dramatische Art und Weise der Stunt-Leute von Star Trek halt zusammen, wo man ganz klar sieht, dass sich niemand wehtun kann. Außerdem ist der Boden mit Teppich auf. Stimmt, ja, genau. Auch in dieser Forschungsstation. Er stolpert sanft und fällt ja, weich. Genau. Und liegt direkt in der Rettungsposition da. Natürlich. Das mit den Teppichen stört mich eh schwer. Wir haben da Feinde, die auf Nanotechnik basieren. Wir haben Teppich. Wie kriegt man denn Nanotechnik aus Teppichen raus? Also die Statik, die sich da genau. Und damit ist dieser erste Kampf innerhalb von drei Aktionen beendet worden. Ja. Weil Worf. Mhm. Weil Worf. Guter Schuss. Danke. Macht ihr noch was mit dem? Die Tür ist offen, ne? Ja, ist da noch jemand drin? Nein, das ist niemand sonst. Okay, führt das zu irgendeinem System, was uns irgendwas hilft? Nee, das ist alles, der Kontrolle der Station ist da drüben, ne? Ich gehe vorne und gucke, ob noch jemand anders kommt. In dem Bereich niemand, aber du siehst, dass da eine Verbindungstür ist rüber in den anderen Bereich. Und die ist nicht bislang in irgendeiner Form blockiert oder außer Gefecht gesetzt worden. Okay. Ich lege das Crewmitglied in eins der Quartiere und verschließe es, die Tür. Jetzt gehen beide Quartiere aus. Ach, wir stapeln die. Ja. Was tust du? Wäre es hilfreich, wenn wir den Zugriff zum Rest der Station hätten oder sollen wir unseren Plan? Also der Hauptkontrollraum ist immer ein guter Hilfsbereiter, wenn wir den haben. Dann können wir auch den Transporter von hier benutzen. Wir sitzen uns ja eigentlich in Star Trek, ne? Mr. Data, können Sie mal den betäubten Ingenieur scannen und gucken, ob die Partikeldichte in seinem Kopf noch so ist, wie wir sie bei den anderen Crewmitgliedern. Können Sie einfach nochmal scannen. Scannen einfach mal. Ausgezeichnete Idee, Lieutenant Commander. Rausfinden, ob das die irgendwie geschädigt hat. Das ist tatsächlich kein Problem. Du hast schon alles soweit eingestellt. Ja, die Dichte ist relativ hoch in seinem zerebralen Kortex. Es scheint also nicht beschädigt zu haben. Die Partikel sind ja offensichtlich in der Lage, sich zu bewegen. Jordi, würden Sie vielleicht ein bioneurales Gelpack holen? Wand aufmachen. diese obligatorische Verkleidung, die bei jedem Treffer gleich von der Wand fällt. Du weißt nicht, wo die hier verbaut sein sollen, außer in dem Computercamp. Stimmt, ja, die sind ja nicht in der Station, ja. Ja. Hat ja vorhin stimmt, nur in der Voyager sind die halt überall. Ja, ja. Haben Sie vielleicht immer wieder Probleme. Also so ein Vorrat, wo die in der Entwicklung, genau. Du kannst tatsächlich schauen auf den Übersichtsplan des Ganzen. Und ja, es gibt tatsächlich einen Vorrat hier. Hm. Verdammt. Na warum, da kommen wir doch hin. Nee, die Tür ist ja verschlossen hier. Das ist die sie kaputt macht. Achso, ich dachte, das wäre die. Ja. Nee, sie haben die Tür gefasert. Vielleicht hätten wir Glück im Büro von Dr. Tokal. Ja. Also wenn wir was in dieses Raum brauchen, wir können vielleicht eine Betäubungsgas oder sowas in diesen Raum stellen. Und dann zum Computerkern quasi. Ja, so ein Computerkern. Um die alle auszuschalten auf einmal. Ja, aber das kann man wahrscheinlich nur machen, wenn so ein System gibt in der dem Büro. Das Rausbeamen und die Musterpuffer-Scan haben wir schon verworfen? Weil das wäre eigentlich immer noch der Plan gewesen, das würden wir mit dem Beamen probieren. Ne? Verworfen haben wir das nicht, wir sind uns aber nicht sicher, ob es die Partikel zerstören könnte. Ja. Oder. Aber. Es funktioniert auch mit anderen Nanotechnologien, dass sie kein Problem mit Beamen haben. Und wie man sieht, an dem Scan von haben sie auch mit Energiestößen offensichtlich keine Probleme. Wir können ja den Computer so einstellen, dass er die Partikel aus dem Buffer direkt in den Computerkern beamt. Geht das, dass man das trennen kann? Also ich meine, du bist der Ingenieur, du müsstest hier die höchste Möglichkeit haben, geile Sachen darum zu transportieren. Ich finde mal der beste Transporteroffizier der Stadt. Aber du hast da tatsächlich einen Fokus in Transport. Ja, stimmt, also, Transport dann würde ich sagen, also ich kann es versuchen. Hin, ja. Gut, das heißt, du versuchst das Ganze so zu programmieren, das ist Reason und Engineering. Ich würde mir einen Würfel dafür kaufen. Tu das. Gute Idee. Kann man ihr irgendwie helfen mit irgendwas? Ja, falls ihr tatsächlich auch in Engineering bewandert seid, könnt ihr versuchen, ihr zu unterstützen. Nö, ich nicht. Ich hatte nur die Idee. Ich glaube, er macht das schon. Ja, okay. Das passt schon. Dann würfel doch mal, Jordi. Ja, ich bin sogar ein, ist unter meiner Spitze. Der gilt dann als zwei Erfolge. Dann hast du drei. Dann sind es drei. Du hättest nur zwei gebraucht, einer bleibt übrig.
Yay. Tatsächlich, du schaffst es. Es gibt hier tatsächlich zum Glück schon sozusagen fast fertige, vorprogrammierte Templates im Grunde für so etwas. Also einen Biofilter zu verwenden, um irgendetwas zu extrahieren. Und du kannst das Ganze darauf abwandeln, dass es exakt diese kleinen Nanofasern entfernt. Ja, dann würde ich den... Also im Runabout. Dann würde ich... Unsere Vulkanierin ist ja wohl die effektivste, wenn man die wieder klar bekommt. Aber oder wollen wir den Ingenieur benutzen? Wer weiß, was die Vulkanierin... Ja, ich glaube, die Vulkanierin nicht, ist... Nicht, dass wir das kaputt machen. Die Vulkanierin ist aktuell wach. Mhm. Gut, dann vielleicht solltest du sie mental darauf vorbereiten. Dass okay, ich informiere sie. Ich dachte, du hättest schon gebeamt, aber du hast nur geguckt, ob es geht oder wie. Ja, ich habe jetzt alles eingestellt. Ich warte nur noch auf die Knopf hochschieben. Wir würden versuchen, dich in den Computerkern zu befördern, wo die Dichte höher ist. Ja, bitte. Okay. Und wir hoffen, dass wir dann die Kontrolle des Wesens, was sie gerade besetzen, wiederzuerhalten. Wir hätten gerne unseren Doktor zurück. Ich verstehe nicht. Mach es einfach. Sie befinden sich im Körper einer Lebensform. Ist das so? Ich zeige immer so Hände, zeige auf ihre Hände, ob sie die sieht. Schwierig zu festzustellen, ja, aber es ist eine Einheit. Bemerkt ihr, dass da ein Bewusstsein ist, das ihr unterdrückt? Oder das gerade nicht fähig ist, zu kommunizieren. Ich habe derzeit Zugriff auf komplexe Vorgänge. So wie Laufen. Gott. mit einem musikalischen einem harmonischen Klang auf. Ja. Wo bringst du sie denn hin? Also ich hätte sie jetzt ins Schiff. Eine Sekunde. Ich dachte, wir hätten sie in diesen Vorraum, wo das Kraftfeld war oder so. Wir müssen sicherstellen, dass wir auch erfahren, ob es funktioniert hat. Wir wissen nicht, wenn es sich um ein Kollektivbewusstsein handelt und wir die Partikel aus Dr. Tokal in den Computer gern beamen, wissen wir nicht, ob es das bemerken wird. Ja. Ja. Wir können also ja, wir würden es jetzt rausfinden, wir werden sehen, ob wir Dr. Tokal wiederkriegen, oder? Ja. Ich meine, irgendwas. Es ist immer noch möglich, dass wir die Partikel dabei vernichten. Aber er hat ja eigentlich eben. Ich muss ja eh zum Schiff, weil wir die Schiffssysteme benutzen, weil ja. Von der Station kommen wir ja gerade nicht dran für den Kram. Mhm. Und wie gesagt, ich hätte sie jetzt ins Schiff gebeten. Weil ich hätte vorher vielleicht noch gesehen, dass wir da keine Nanofaser in Luft haben. Ich weiß nicht, ob wir sie vielleicht direkt in unser Schiff beamen sollten, weil nicht, dass sie dann irgendwie... Also wenn ich da schon stehe, dann haben wir kein Problem. Das könnte aber eine gute Idee sein. Wenn wir sie in ein System beamen, das bisher noch nicht befallen ist, könnten wir durch Kommunikation mit diesem System herausfinden, ob die Partikel es dorthin geschafft haben. Ach so, du willst die Partikel in unser Schiff beamen? In unserem Schiffscomputer. Oh, das ist aber... Das würde ich nicht machen, weil das ist unser einziger Transportweg. Und wie man sieht, können sie auch biologische Systeme übernehmen. Also ich möchte ungern eine Möglichkeit, dass sie abhauen können generell. Ich denke, es ist wichtig, dass wir etwas nutzen, was noch nicht befallen ist, aber in der Lage ist, zu kommunizieren wie ein Computer. Meine positronische Matrix wäre natürlich eine Alternative. Mein... Hatten wir diese Diskussion nicht schon ein paar Mal geführt, das Einführen anderer Systeme in das neurale Netz ist nicht dafür gedacht. Ich erinnere an das Debakel mit dem Emotionschip. Wir müssen nicht, also... Vielleicht reicht ja auch ein Tricorder. Okay, Tricorder, okay, gute Idee. Ja. Besser als in Data rein. Wir versuchen die... Tricorder eigentlich gefallen sein müssen, aber wir machen das. Achso, ja. Auf Schiff, auf jeden Fall schon mal bin. Und vielleicht. Die Nano-Bestandteile in den Tricorder. Dann wird es halt zwingend im Schiff. Der Tricorder kann ja auch kommunizieren auf seine eigene Art und Weise. Gut, du stehst im Schiff bereit, du hast deinen Phaser schon in der Hand. Tekal erscheint vor dir, Star Trek richtet sich auf und zieht ihre Robe glatt. Frau Doktor? Ah, ich kann nachvollziehen, warum sie das getan habe und ich möchte mich dafür bedanken. Ah.
Okay. Das heißt, wir stehen jetzt immer noch da drüben und ihr seid beide auf dem Schiff, richtig? Okay, ja, ja. Und du hast den Tricorder, nehme ich mal an. Und? Ich nehme einen anderen Tricorder und scanne den Tricorder. Du stellst fest, dass tatsächlich da jetzt eine höhere Dichte an Partikeln war, aber die lösen sich quasi osmotisch langsam, teilen sich gleichmäßig. Also raus aus dem Trick. Mhm. Offensichtlich kann der Tricorder nicht halten. Der ist kein hermetisch abgeschlossenes System sozusagen. Okay. Aber in der Luft waren die Partikel ja eh schon mit. Ich denke, wir müssen wir sollten die Partikel erst einmal in den Computerkern beamen und ein Kraftfeld drumherum errichten. Oder wir können alle die Personal in unser Schiff beamen und dann alle die Partikel hier lassen. Ich meine, das. Also, die und dann haben wir ein großes. Und dann haben wir ein großes Wissenschaftsteam und vielleicht die haben eine Ahnung, was ist hier passiert. Dann kommt die Enterprise. Ja, dann kommt die Enterprise. Wenn die Partikel sich einfach in der Luft verteilen, dann sind die Partikel ja offenbar was diese Lebensform braucht oder will. Das ist die Lebensform, hätte ich jetzt. Oder ist das die Lebensform, ist die Frage. Ich denke, wir sollten die Wissenschaftler zu unserem Schiff beamen. Mhm. Unser Schiff war durch ein Kraftfeld geschützt, ne? Habe ich das richtig verstanden am Anfang? So. Ja. Also wir scannen erstmal den Ort, ob da Partikel sind. Nein. Okay. Gut. Dann denke ich, wir sollten die Wissenschaftler dorthin beamen. Mhm. Und dann auf Jordys Idee mit der Einstellung der Lüftung zurückkommen. Okay. Also das heißt, erstmal gucken wir, dass wir die ganzen Wissenschaftler da raus und die Partikel da zurücklassen quasi. Genau, die Partikel dann direkt, ich würde sogar, wenn es möglich geht, vom Computerkern in den Computerkern. Mhm, gut. Dann. Würden Sie das fremde Bewusstsein darüber über unseren Plan informieren? Okay, ja, ich kontaktiere nochmal mit meinem mit der Wandkonsole hier die Wissenschaftler da drin. Inzwischen stehen alle fünf vor dem Bildschirm. Was ist passiert? Wir haben einen Weg gefunden, sie, das Bewusstsein von ihrer Gruppe, von unseren, von diesen menschlichen Lebensformen und denobulanischen Lebensformen. Warum? Weil das Individuen sind, die ihre Autonomie. Ihr habt ein Bewusstsein? Ja. Oh. Diese bipedalen Lebewesen haben alle durchaus ein Bewusstsein, ja. Also sowohl ich als auch diese Wesen, die sie gerade... Das war euch nicht bewusst? Nein. Wieso habt ihr diese Körper übernommen? Sie sind praktisch. Was ist mit dem Bewusstsein der Menschen, die ihr besetzt habt, der Mitglieder, der Crewmitglieder? Ich habe nicht feststellen können, dass so etwas existiert. Ich habe nicht damit gerechnet. Können Sie herausfinden, was Sie benötigen, um zu existieren? Und wo Sie hergekommen sind? Ja, woher kam ich weiß es nicht. Und ihr lebt aber... die Dichte der Partikel, die wir in der Luft festgestellt haben, ist das euer Lebensraum? Es ist meine Existenz. Es ist Teil... Es ist meine Existenz. Wozu braucht ihr dann diese bipedalen Lebensformen, diese Carbon-Based Units? Es ist leichter, damit Einfluss auf die Makrowelt zu nehmen. Ach so, ja klar. Ja. Wo kommt ihr her? Ja, ich glaube, das weiß ich nicht. Oder wo kommt ihr her? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin neu. Oh, gibt es eine Möglichkeit, dass wir unsere Crewmitglieder, wäre das okay, wenn wir euch, wenn wir diese aus eurem Bereich rausholen und dann... Aber wie kommunizieren wir dann? Ja. Ja. Wir können alle außer eins machen. Können wir irgendwie euren Lebensraum vielleicht in einen Bereich transportieren, der nicht unseren Kreaturen die Autonomie nimmt? Können wir für euch einen Lebensraum schaffen? Wir leben in der Luft, in den bipedalen Einheiten und in dem Gel. Wir können wahrscheinlich etwas basteln, das alles in dem Gel, hat sie gesagt. Das, ja. Ja, wir brauchen das auch so praktisch wie eine menschliche Körper sein ist. Ja, ja, ja. Wenn der Computerkern mit bioneuralen Gelpacks arbeitet, dann sollte er in der Lage... Computer!
Ja. Das ist aber jetzt der Stationscomputer. Das ist nicht identisch mit dem Computerkern. Ja. Was geht? Computer, definiere den Zeitpunkt deiner Inbetriebnahme. Er nennt dir das genaue Sterndatum. Also vor X. Ja. Ja. Mhm. Ja. Fragt mal, ob sie mit der Warum ist der Computerkern nicht? Warum ist der Computer nicht? Ob sie Interaktion. Der Computerkern ist ja sozusagen der Testkern, wo sie mit den Bioneuronen. Ah, okay, das ist was. Ob sie mit der Technik kommunizieren können oder nur mit der biologischen Schnittstelle. Können die, ich frage nochmal dass dieses Lebewesen, kannst du auch über technische Schnittstellen und über Bildschirme oder so über mit uns kommunizieren oder nur über die bipedalen Einheiten? Teilweise kann ich auch über nicht-bipedale Einheiten kommunizieren. Es gibt allerdings keine Möglichkeit, die Frequenz, die ihr gerade wahrnehmt, über die Einheit, die an das G angeschlossen ist, zu erzeugen. Also ja, über den Computerkern. Der kann nicht kommunizieren. Ja.